Wir befinden uns im Jahr 1986, also noch bevor der eiserne Vorhang gefallen war. Das war meine Zeit mit Wilfried. Ich bin gerade in seine Band engagiert worden, als er das Angebot bekommen hatte, eine Delegation der österreichischen Kommunistischen Partei und der Sozialistischen Jugend nach Moskau zu begleiten, weil dort ein Weltjugendfestival stattfand. Wilfried, der ohnehin sehr risikofreudig war, hat sofort zugesagt und ich glaube, ein paar Wochen später sind wir schon im Flieger Richtung Moskau gesessen und waren Teil einer Delegation, die zum Beispiel den späteren Bundeskanzler Gusenbauer beinhaltet hat oder Renate Brauner, damals noch in der Arbeiterkammer tätig, um dort ein paar Konzerte zu spielen. Der Gusenbauer hat ja dann angeblich beim Ankommen den russischen Boden geküsst. Habe ich erst nachher erfahren, weil er war in einem anderen Flieger wie wir. Also ich habe ihn nicht persönlich dabei beobachten können, aber es hat auch sehr viel Wellen geschlagen. In Österreich vor allem, wie er dann Bundeskanzler geworden ist, klarerweise. Damals existierte die UdSSR noch und der neue Machthaber war Michail Gorbatschow. Der war erst ganz kurz an der Macht und ich glaube, er war einer der Initiatoren dieses Festivals und hatte die Parole ausgegeben, Moskau wird alkoholfrei sein zu diesem Zeitpunkt und sollte sich von seiner schönsten Seite präsentieren. Also es war alles ganz frisch angemalt. Wir konnten teilweise noch die Tropfen sehen vom neuen Anstrich der Brücken und so weiter. Und wir wurden sehr freundlich empfangen, wenn wir mal von der Grenze absehen, also vom Flughafen und dem Prozedere ins Land zu kommen, weil das war damals schon sehr restriktiv, muss ich sagen. Und wir haben uns ein bisschen gefürchtet, weil wir waren das einfach nicht gewöhnt. Aber als wir dann mal im Land waren, wurde uns ein Ausweis ausgehändigt, mit dem durften wir uns frei bewegen. Sprich, wir durften alle U-Bahnen und öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und so weiter. Es gab allerdings zum Leidwesen vieler Delegationsangehöriger keinen Alkohol, tatsächlich nicht. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis sozusagen am Schwarzmarkt bzw. halt auf der Straße Menschen aufgetaucht sind, die verstanden haben, dass die angereisten Künstler vielleicht doch Wodka haben wollen. Haben das dann sozusagen auf der Straße verkauft. Wie vieles andere auch auf der Straße gehandelt wurde, weil die Musiker vor Ort alle ausgehungert waren nach Instrumenten aus dem Westen, die es dort einfach nicht gab. Wir wurden in einem Hotel mit westlichem Standard untergebracht, also Hilton ähnlich, würde ich mal sagen, mit allem, was man sich darunter vorstellt. Das Hotel war allerdings für Einheimische nicht zugänglich. Und wenn wir jemanden kennengelernt haben, mussten wir die persönliche Genehmigung des Hoteldirektors einholen, und zwar schriftlich, um die Person dann zu einer Aftershow-Party oder was immer da dann stattfand, einzuladen. Es gab also jeden Abend eigentlich Live-Musik in den Hotels. An einer dieser Partys plötzlich stimmte die Band im Hotel Life is Life an. Und da habe ich mir dann gedacht, 1986, das ist, was eine Welthit ist, wenn in einem russischen Hotel am Abend die Live-Band Life is Life spielt, dann hat man sozusagen einen Welthit gelandet. Wir hatten 7 Konzerte, soviel ich mich erinnern kann. Alles ausverkauft natürlich, weil das war sozusagen organisiert. Das Publikum vor Ort war sehr freundlich, weil ich glaube nicht, dass die schon mal was von Wilfried gehört haben. Und trotzdem haben sie uns frenetisch applaudiert und uns gefeiert. Also es war echt sehr warmherzig und sehr offen eigentlich in Wirklichkeit. Wenn man mal sozusagen die Offiziellen ausklammern konnte.
Wir durften uns, wie gesagt, frei bewegen. Es gab überall in einer bestimmten Uniform Menschen, an die wir uns wenden konnten, wenn wir irgendwie Fragen hatten oder uns verlaufen hätten oder sonst was. Die waren überall, sprich, die haben auch überall gut aufgepasst. Also haben wir diverse Ausflüge gemacht, sind mit der Moskauer U-Bahn gefahren, was ohnehin schon ein Erlebnis ist, weil die Architektur dort wirklich unglaublich ist. Haben uns ein Weltraummuseum angeschaut, wo wir also die Sojus-Kapsel gesehen haben und wie die aussah. Und das war echt beklemmend, weil das war irrsinnig klein. Wir kannten nur die Gemini-Kapseln, die alle gestylt waren und irgendwie eine schöne Form auch hatten. Das russische Ding hat da eine Beule gehabt und dort eine Beule, weil das einfach technisch notwendig war. Aber sie galt als die wesentlich sicherere Kapsel damals. Und der Zugang war einfach der, wir machen das, was notwendig ist, um den Menschen da drin zu schützen. Und die Optik ist uns egal. Also das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, weil mir war das gar nicht so bewusst. Und es hat ja damals, war sozusagen der Kalte Krieg gerade am Abklingen und der Wettlauf im Weltraum ist sozusagen verebbt. Und es gab schon eine Zusammenarbeit zwischen Ost und West, was den Weltraum betrifft. Die wirklichen Partys gab es aber dann in den nationalen Häusern. Also es gab für jede Nation ein Haus, es gab ein Österreich-Haus, es gab ein DDR-Haus und es gab ein Kuba-Haus. Und wie sich herausgestellt hat, waren die Kubaner die, die die besten Feten schmeißen konnten. Also waren alle immer im Kuba-Haus. Was dazu geführt hat, dass im Kuba-Haus, im Haus drinnen nämlich, Cuba Libre in rauen Mengen geflossen ist. Mitten in dieser Zeit, wo wir in Moskau waren, das war ungefähr eine Woche, bekam ich die Nachricht aus Österreich, dass der Sigi Maron, der ja damals Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs war, Nummer 1 in den Charts ist mit einer Nummer, die ich und der Peter Müller damals produziert hatten. Geh nur nicht fort. Das hat dann natürlich super hingepasst, weil in dem Umfeld dort hat es dann jemand sozusagen kundgetan, dass jemand aus einer kommunistischen Partei in einem Land des Westens, dem wir sozusagen zugehörig waren, die Nummer 1 in den Charts war. Hat für ziemlich Furore gesorgt. Mehr dort wie bei uns zu Hause, glaube ich. Also zusammenfassend war das einfach eine richtig schöne Erfahrung, die wir da gemacht hatten, weil wir sind in eine andere Welt eingetaucht. Ich habe das erste Mal von meinem Hotelzimmer aus auf einen Platz runtergeschaut, wo Kinder mit einem Fetzenlaberl Fußball gespielt haben. Das heißt, Fetzenlaberl ist ein Wiener Ausdruck für ein aus Stoffen zusammengerolltes Knäuel, das als Fußball Ersatz gedient hat. Also das heißt, die konnten sich keinen Fußball leisten und haben halt mit dem Fetzenlaberl gespielt. Und das hat mich sehr traurig gemacht damals, weil ich gesehen habe, was für ein Sprung in der Lebensqualität da geherrscht hat zwischen Moskau, immerhin Moskau, und Wien oder Österreich oder dem Westen damals. Und gerade in den Zeiten, in denen wir mit Krieg und Terror und Zerstörung konfrontiert sind, sollte man sich wieder bewusst werden, was alles eigentlich der Zerstörung preisgegeben wird, wenn jemand Krieg führt. Jeder Krieg ist sinnlos in meinen Augen, aber dieser russisch-ukrainische Krieg erscheint mir als einer der sinnlosesten, die passieren, weil es gibt nichts zu gewinnen, es können alle nur verlieren und wir sollten alles dazu tun, damit die beiden Konfliktparteien wieder miteinander reden. Dialog ist das einzige Mittel, um Konflikte zu lösen und nicht Bomben und Terror. Das macht uns nur alle traurig und bringt nur Leid und Tränen. Erinnern wir uns auf der kulturellen Ebene, was wir Russland und der Ukraine verdanken.
Also von Tschaikowski bis Ruskaja oder von Tolstoi bis Schischkin. Das sind alles Größen, die aus diesem Kulturkreis stammen. Und an die sollte man sich erinnern. Und die Bande, die zwischen der mitteleuropäischen und der russischen Kultur bestehen, die sind weitergehend, als wir denken. Wer hat gewusst, dass Sigmund Freuds Eltern quasi aus der Ukraine stammen? Ich habe nicht gewusst, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Und solche Verbindungen gibt es zuhauf. Und meine Hoffnung ist, dass was immer autokratische Führer beschließen, irgendwann das Volk dem ein Ende setzt. Und ich vertraue auf die russische Seele und auf die ukrainische Seele, dass die irgendwann Stopp sagen und sagen, lasst uns miteinander reden, statt einander zu bekämpfen.